Tag der Profis hier am Werk und ich habe mir heute gedacht, komm, gestern lief das so gut, dann machen wir gleich mal weiter, ne? Und immer noch Level 35 natürlich. Aber ich habe auf meinem anderen Verkaufsaccount, habe ich jetzt einloggen können, gefunden, noch ein paar Sachen gefunden. Da kann ich noch ein paar Sachen verkaufen. Also mein nächstes Ziel ist eine 34er plus 9. Und die möchte ich dann ein bisschen ausstatten. Beziehungsweise ich möchte am besten eine fertige kaufen. So, es leckt gerade ein wenig. Ich mache jetzt hier gerade mal noch zwei andere Sachen aus. Ja. Dass die Lags nicht so stark sind, ja. Das ist einfach so. Und ich bin heute erstmal zu meinem Buchmacher gegangen, ja. Für alle, die es nicht wissen, Buchmacher machen Spielwetten. Ne, machen Wette. Sportwetten beispielsweise. Allgemein Wetten. Ich bin natürlich nicht zu meinem Buchmacher gegangen. Sehr gut, noch ein Fußball. Ich bin in den Dönerladen nebenan gegangen. Und die haben jetzt so einen coolen neuen Wettautomat. Ich hätte es auch auf Tipico machen können. Aber die Quote war um 2/10 war dort besser. Also die Quote heute auf einen Deutschland-Sieg gegen die USA liegt bei 1,60 Euro, ja. Bei 1,6, ja. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann setzen wir auf die Yogis Truppe, dann passt das. Und da bin ich auch voll zuversichtlich, dass das klappt, ja. Also, habe ich jetzt kaum Bedenken, dass das nicht klappen könnte. Habe ich jetzt mal 50 Euro drauf gesetzt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, 50 Euro, ich muss kurz auf meinen Wettschein schauen, was das für ein Gewinn wäre. Also, ich muss auch ein bisschen was an Gebühren zahlen. Ah, ist nicht so viel. Genau. Das wären 26 Euro, würde ich Gewinn machen. Also, ich würde 76 Euro rauskriegen. Ich denke mal. Ist jetzt nicht schlecht, aber die müssen erstmal gewinnen, ja, das ist es halt eben. Das sagt sich immer so leicht und die müssen erstmal gewinnen. Ich muss mal gucken, was hier noch für Quests am Start sind. Oder soll ich mal ein bisschen farmen gehen? Oder wäre ein Buff ganz nice, ja. Aber ich finde meine Einlogdaten für einen Buff nicht mehr, das nervt mich ein bisschen. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. Aber ich bin mir sicher, ich hatte einen. Ich müsste mal eins meiner älteren Videos gucken. Dass ich so zumindest Level 15er Buff hatte oder sowas. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass da einer da war, ja? Und ohne Buff hier ist eine der endlosen Aufgaben. Da kloppen schon welche. Super, ich krieg dann eh nichts mehr. Das ist schon irgendwie. Ah ne, der farmt hier. Der levelt hier. Ich hatte aber auch einen Buff, ich bin mir da so sicher. Und der Kampfbau, ich könnte mal gucken. Ich habe eben gesehen auf meinem Shop-Account habe ich auch noch Pferdekräuter, also zum Wiederbeleben. Und damit könnte ich mein Pferd wieder auferstehen lassen. Wenn man nichts weiteres noch bräuchte. Und ja. Ich sehe keinen, ich habe jetzt auch nicht so gründlich geguckt, weil dann sterbe ich nur wieder, verliere ich nur wieder XP und wie viel TP habe ich denn eigentlich? Ich habe 8k, das ist ganz nice. Ach, da ist sogar einer, ja. Ist sogar einer am Start. Aber wie schon gestern gesagt, hier machen wir nicht auf den Fußball, da kommt eine Krütze raus. Jo, das lassen wir mal stecken, so. Klicken wir nicht an, sonst wird das so heftig. Bitte gleich nicht gleich Banditen. Das wäre relativ uncool. Bravo, bravo. Ich habe genügend Pots. Immer noch 127. So, die Bogies, die müssen wir gleich wegkloppen. Ich irgendwelche Dummheiten stehen.
Dummheit hinzulassen, besser gesagt. Ist der endlich mal tot? Gibt er mal seinen Geist auf? Ja gut, man levelt schon ein bisschen nebenher, wenn nachher so eine Horde kommt. Ich hatte es halt echt schon oft genug, dass mir dann in letzter Zeit die Fische die Sachen weggenommen haben, ja. Boah, ich habe hier ordentlich Quests am Start. Material anschaffen gehen, die Erpressung, Tutte-Copies, zurück zu One. So, jetzt wird's nervig. So. Und jetzt in der Zeit ein anderer kommt. Irgendwie fertig macht. Ich nehme das ganz große Nachsehen. Komm schon. Come on. Noch ein Wirbel. Oh, jetzt ist der weg. Ja, einer ist tot, oder? Nein. Immer noch. Schau, jetzt sterbe ich gleich. Jetzt bräuchte ich mein Pferd. Was ist denn der Stein eigentlich? Muss ich isoliert jetzt kurz downhauen. Und dann kommen die Bogies down. Einen mache ich jetzt down, dann kommen die Bogies. Nächster Bogie. Ach nee, nicht auch noch solche Kadetten. Der Wimmel ist schon wieder voller Strolch. Ich sehe das schon kommen. Wenn jetzt gleich ein Spaß kommt und die Ernte wegnimmt. Die Früchte. Das ist halt sehr pottintensiv. Für oft eine mickrige Ausbeute. Aber nein, mit 2 brauche ich ja gar nicht gehen. Also diese bisschen rumfarmen. Hier kann ich wenigstens mal den Selig-Tropfen mal 18 kk vorkommen. Was ist denn der Stein eigentlich so? Der ist wieder bei 0, aber ob das mit den Pots reicht? Doch, bestimmt. Und nicht machen wir das ohne Pots. Ist ja auch alles möglich. Aber schon wieder 6%, ja. Leveln geht natürlich schneller. Aber wem sagt man das? Weiß ich ja auch selbst, ja. Es ist nämlich immerhin so, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Oh, neue Messages per WhatsApp. Nee, das können wir hier noch ausbauen. Hier Schuhe 2k, Eiskette 2k, Ibis passt, das würde ich mal erst lassen. Auf 9 schaffe ich jetzt so schnell, kriege ich da keine. Helm, 9er Helm vom S passt einigermaßen auch. Schild geht auch. Rüstung kann man ausbauen, ja. Da kann man 30 Def draufsetzen. Momentan. Militärpferd kann ich machen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen schreiben und ich kann die dann versuchen zu beantworten. Also vor allem in den Klassen Krieger, Sura, könnt ihr mir eine Menge Fragen stellen. So, immer schön die Bogis dann killen. Keinen Stress machen. So, die sind ja auch schnell da, seht ihr mal. Ich würde die wahrscheinlich die Quest alleine schaffen. Wer ist denn die Militär? Ja, da müsste ich erstmal in eine richtige Gilde kommen. Und dass die mir dann kurz helfen bei der Quest. Also beim allerersten Mal hat es ewig gedauert, bis ich die Quest dann fertig hatte. Ah, hier habe ich so Schuhe plus 7, die sind zum Laufen. Ich müsste mal in mein Lager gucken. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich so auch noch was am Start hätte. Hier einen 7er, einen Rüssi plus 7 oder so. Mit irgendwelchen Murks-Bonis oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Sicher. Hundertprozentig. Das ist die Sache aber. What? Drachensplitter über Drachensplitter. Sagen wir mal lieber die Seelensplitter-Troppe.
Ah, mal gucken, ob verkauft wurde. Und, nee, noch nichts. Noch nichts verkauft. Kurz, muss ich mal kurz Bogis kloppen. Komm, komm, was will denn der? Pisst er sich? Man sieht immer. Nein, so, das meinte ich. Das meinte ich. Boah. Das gibt's nicht oft. Das gibt es nicht oft. Wenn jetzt kein findet, kommt er bestimmt wieder. Boah, ey. Okay, ganz ehrlich. Ist zwar assi, aber ich zock auch. Ist wie wer bei Freibier sagt, nee, nee, ich zahl meins lieber, ja. Im Fußball, nee, Fußball habe ich ja noch keine getroffen, großartig. Na, ich habe aber erst 1% gemacht. Mobs sind zwar relativ stark, aber so viele kommen dann auch nicht raus und ja, lässt es jetzt einfach. Ich glaube jetzt hier 10 Minuten vielleicht an dem Stein rum. Gehe eventuell noch ein, zwei Mal drauf, wenn es blöd läuft. Vielleicht hätte mein Schwertwirbel jetzt nicht geklappt. Geh noch ein, zwei Mal drauf. Und ja, krieg nichts. So, jetzt muss ich mit den Pots aufpassen. Jetzt habe ich auch noch Aura Bug. Noch gegiftet? Nein, bin ich nicht. XP verloren? Nein, habe ich auch nicht. Die Lappen noch. Brauche ich alle nicht. Die nerven nur noch. So. Wieder mal hätte ich da nicht noch meine Pots gehabt, die ich irgendwo mal gekriegt habe. Okay, einen Fuß habe ich jetzt getroppt. Den hätte ich ja wahrscheinlich auch vorne getroppt. In der Zeit muss man ja auch mal. Muss man ja auch mal so sehen. Jetzt 4 Fußbälle. Boah, da fahren sie schon ewig für ein bisschen. Für ein bisschen young, ja. Und mein Shop erfreut sich auch nicht allergrößter Beliebtheit. So wie mir das bisher erscheint. Das ist sehr überschaubar.
Boah, wenn ich da dran denke, wie dem Geh ich früher mit meinem Farm und meinem Main gemacht habe. Ist ja echt pervers. Und wenn du hier jetzt an einem Stein klopfst, es kann immer noch einer kommen und mir den wegnehmen, ja? Ich brauch da locker noch eine Minute. Ich müsste direkt mal die Zeit stoppen, wie lange ich jetzt hier für diesen Stein brauche, ja? Das ist schon krass. Das ist schon. Aber gut, jeder muss mal klein anfangen. Natürlich könnte ich mir jetzt über diverse Seiten. Boah. Diverses. Nein. Diverses. Ich hoffe, das meine ich. Jetzt bin ich nicht gefiegt. Diverses Material holen. Diverses im Itemshop einkaufen. Jetzt muss ich mal kurz ein Neopod einsetzen. Nach und nach ein bisschen die Bogies schwächen. Das ist so eine kleine Strategiehilfe. Ja, die kann sich ja jeder selbst echt ausdenken. Hier ist noch ein Bogie. Da braucht man ja jetzt kein 12-semestriges Studium. Um auf solche glorreichen. Alter, wieso sind noch mehr gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Sind die gespawnt oder was? Alter, mir reichen die Ports nicht, passt auf. Kriegt ihr nicht so schnell da. Mir reichen die Ports nicht. Ihr Hurensöhnen. Dann gehe ich aber jetzt nicht in die Stadt und hole mir nochmal neue. Was ist denn mit dem Ding los? Was ist denn los mit dem? Ne, da reicht's mir. So, erfolgreich versagt. Ey, nee. Nein, ich habe noch weniger PS davor. Ein dickes Minusgeschäft. Nee, ich habe echt keinen Bock mehr. Sorry, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja. Also, an dieser Stelle sage ich mal wieder Tschaußen und haut rein bis zum nächsten Video. Sehen uns bestimmt bald wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und in der Hoffnung, dass es euch gefallen hat, sehen uns bald wieder. Und natürlich heute Deutschland siegt, ohne Frage. Und ja, dann noch einen schönen Mittag. Tschaußen.